So Leute, ein neuer Part, Terranigma. Und wir waren vor Mailin oben stehen geblieben. Aber ich habe entdeckt, dass da noch ein paar Bücher sind und deswegen dachte ich beende den Part. Weil sonst, ja. Ich fand, das war ein guter Abschluss. Mehr oder weniger. So. Okay, das Buch können wir nicht lesen, das auch nicht. Das auch nicht, aber das bestimmt. Es steht in diesem alten Buch. Versperrte Pfade begeht man mit besonderen Schuhen. Toll. Das wird uns jetzt erst gesagt. Naja, egal. Was steht hier? Nix. Auch nix. Das heißt, es gab nur noch das eine Buch. Genau. Das, was so rot umrandet ist. Es steht in diesem alten Buch. Sechs Lichter erleuchten eine neue Straße, dafür erlöschen andere. Ja, das Rätsel haben wir auch schon gelöst, ohne all das Ganze. Ich verstehe aber trotzdem immer noch nicht, wie soll man hier hinkommen ohne diese Schuhe? Und dann steht das da. Oder habe ich da irgendwas irgendwie nicht mitbekommen? Na, wobei? Doch, nee. Ach, egal, Leute. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich muss das jetzt gerade nicht verstehen. Du Hasenhörn, Mr. Horrorjumper. Fällt zweimal auf denselben Trick herein. Okay. Oh. Im Herzen von Mr. Horrorjumper gibt es zwei Melinas. Er hat die Wahl. Hey! Ah ne, hey, Mr. Horrorjumper. Welche Melina magst du wirklich, Mr. Horrorjumper? Muss ich mich jetzt entscheiden, oder was? Mr. Horrorjumper, pass auf! Das ist eine Illusion! Ich weiß, Albträume schleichen sich in die Herzen der Menschen. Mr. Horrorjumper, vertraue deiner Stärke und besiege die Albträume. Ja, danke, dass du uns geholfen hast. Na, die Leute nicht mit Illusionen, mit illusionären Missetaten von Mr. Horrorjumper. Wo bist du? Ich weiß, du musst in diesem Zimmer sein. Zeig dich. Du musst in diesem Zimmer sein. Boah, meine Güte. Warum mischst du dich ein? Oder du dich ein? Wer bist du? Mr. Horrorjumper? Du scheinst Mr. Horrorjumper zu kennen. Aber warum quälst du ihn? Er spielt mit meinen Gefühlen. Er soll leiden, leiden und nochmals leiden. Boah, die hat der eine gebatscht. Und das in 16-Bit-Format. Habt ihr das gesehen? Du vergeltest als Gleiches mit Gleichem? Du bist noch ein Kind. Du musst noch viel über das Leben lernen. Oh, und sie weint. Sag wer? Bon kann dich und Mr. Horrorjumper ausradieren. Kleiner Abstecher, auf geht's. Ja, warum nicht? Oh, sie ist in unserem Team. Kannst du jetzt mit angreifen? Nein, Spaß. So, damit ich das nicht vergesse, der Safe State. So, ich hoffe, ich muss jetzt keine Safe States mehr machen. Und dass die Gegner uns jetzt auch nicht auf den Sack gehen. Oh, da kommt man so nicht durch. Jetzt müssen wir wahrscheinlich in den einen Raum. Hä? Der Eingang ist verschlossen. Vorher war er offen. Was hast du jetzt wieder vor? Oh oh. Diese Musik. Mailin, sehr gut. Die Maus sitzt in der Falle.
Mäuse jagen macht keinen Sinn. Jetzt ist Schluss damit. Danke, Mylin. Du wirst jetzt nicht mehr gebraucht. Eine Sekunde, Mr. Wong. Was meinst du damit? Ich werde mit dir dasselbe machen. Was du Mr. Horrorjumper angetan hast. Er will uns alle in diesem Zimmer töten. Warum? Ich arbeite hart für Wong. Versteh doch. Für Wong ist ein Menschenleben kein Penny wert. Ich war dumm. Es tut mir leid, Mr. Horrorjumper, Großvater. Tja. Oh, was war das für ein Geräusch? Irgendwas kommt da. Was ist das für ein Geräusch? Wo kommt es her? Die Tür ist auf. Tja, der coole Skateboarder ist da, der Skater. Hey, wenn das nicht mein Freund Mr. Horrorjumper ist. Ich hörte eine weinende Frauenstimme, deshalb kam ich her. Übrigens, hast du den Typ getroffen, der das ganze Metall aufkauft? Wir sollen keine Mädels zum Weinen bringen, sondern den Job erledigen. Was für ein nettes Schloss, ein idealer Platz für ein Päuschen. Hollerö! Tja, was so ein Skateboarder alles kann, ne? Einfach mal die Wand einreißen. Willst du rasten? Ich setze meinen Weg fort. Nee, und was mit dir? Mr. Horrorjumper, du wirst die Prinzessin retten, nicht wahr? Untersuche die Wand gegenüber der Statue. Dahinter befindet sich das Verlies der Prinzessin. Sei vorsichtig. Wong hat Roy als Wache engagiert. Er ist gefährlich und ich war in Unrecht. Entschuldige. Ja, danke. Gegenüber der Statue. Okay. Das heißt also, wir müssen erstmal das mit den Kerzen, das Rätsel eigentlich machen, aber das haben wir ja schon. So. Oh, die Typen sind alle weg. Gott sei Dank. Das war so nervig. Oh, nee, doch nicht. Gegenüber der Statue. Ist das hier? Das Verlies. Sollte vielleicht das gemeint sein, aber ich glaube eher nicht. Ich kann aber trotzdem mal gucken. Nachher ist es doch diese Vermutung und ich baue Mist. Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Oh, das war knapp. Ich kann ja hier nochmal gucken. Nee. Scheint nicht der Fall zu sein, wobei. Soll ich mal Anlauf nehmen? Nee, könnt ihr knicken, da geht's nicht weiter. Das Ganze muss wohl da sein. Boah. So, also hier. Gegenüber der Statue. Aber welcher? Muss ja wohl die Stelle gemeint sein. Ich versuch's jetzt mal. Oh nein, Leute. Ich guck noch mal kurz nach. Bis gleich. So, Leute. Da bin ich auch schon wieder. Und, ja. Es hatte was mit der Statue zu tun. Gegenüber. Und da ist eine Kerze oder so. Und da ist ein Schalter. Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Oder? Hä? Ach. Ich muss jetzt bestimmt die besonderen Kerzen ansprechen. Das heißt, ich hätte es auch selber herausfinden können. Komisch. Standen da nicht noch vorher Statuen? Gegenüber der Statue, vielleicht hier?
ich suche gerade vergebens. Vielleicht doch hier. Hä? Muss doch hier irgendwo sein. Oder Moment mal. Vielleicht sollen die Kerzen einen ja nur sagen, wo das sein könnte. Aber die sagten rechts. Hier, das sind die einzigen Statuen. Da habe ich mich verlesen. Bis gleich. So, direkt rechts an der ersten Statue müsste ein Schalter sein. Da habe ich mich doch verlesen. Ah, ja. Ich mache es irgendwie heute so kompliziert. Frag mich nicht, warum. Oder doch hier? Da. Was ist das? Sieht aus wie ein Schalter. Genau, das ist die Statue, von der Mai Lin sprach. Was soll ich machen? Knopf drücken, ja klar. Mach schon, drück. Und der Weg öffnet sich uns und wir können da durch. Ja, wie es aussieht, brauchten wir doch die Turbo-Treter oder Schuhe. Eigentlich nur für die eine Wand. Naja, nee, Moment mal, die bestimmt auch, ne? Ja, aber klar. So, und jetzt? Da, wir haben diesen Raum gefunden, Gott sei Dank. Gibt es hier noch irgendwas? Nee? Unglaublich, dich an einem Platz wie diesen zu treffen. Ich dachte, ich würde dich niemals wiedersehen. Aber ich dachte sehr oft an dich. Ist das ein Traum? Hey! Tja, wer kommt da wohl? Roy. Tut mir leid, Junge. Aber das ist nun mal mein Geschäft. Das ist eine gute Gelegenheit, deine Stärke zu demonstrieren. Ich werde dein Gegner sein. Miss Sourjumper, befreie die Prinzessin aus dem Schloss! Was machst du? Beeilung! Und was ist mit dir? Schade. Unseren Wettkampf müssen wir wohl verschieben. Schnell! Bring die Prinzessin an einen sicheren Ort! Ja. Dann machen wir das. Miss Sourjumper, hier entlang! Du kommst an den Wachen nicht vorbei. Ich kenne einen Geheimgang. Keine Angst. Ich lege dich nicht wieder herein. Wo bist du? Jetzt nach links, ne? Bestimmt. Zu den Kerzen. Da, wo wir die ganze Zeit gesucht haben, oder? Anders kann ich mir das jetzt auch nicht denken. Nee? Was soll denn dieser Raum hier? Ich habe echt keinen Schimmer. Ah, okay. Der Weg. Da vorne ist ein Kanalrohr. Ich hörte, wie Wong sagte, dass es nach draußen führt. Okay, danke. Und in der Zwischenzeit? Wir kennen uns doch. Vielleicht aus Schloss Lor? Nein. Wir trafen uns bereits vorher schon einmal. Es ehrt mich, dass eine solche Schönheit sich an mich erinnert. Aber das Schwert passt nicht so recht zu dir. Leg es doch ab. Genug geredet. Zieh dein Schwert. Wer die Prinzessin bedroht, bekommt es mit mir zu tun. Was zwingt dich dazu, andauernd dein Schwert zu schwingen? Das Mädchen ist keine Prinzessin mehr. Du hast nun keine Verpflichtung mehr. Einem Halunken wie dir werde ich das nicht auf die Nase binden. Ich habe jemanden zu beschützen. Ich kämpfe nur für sie. Okay, das hört sich jetzt komisch an. Jemand zu beschützen? Verstanden. Geh, ich werde dich nicht aufhalten. Wie meinst du das? Ist es nicht dein Job, uns zu töten? Ich habe es mir anders überlegt. Das ist alles. Geh und beschütze deine Prinzessin, so gut du kannst. Das ist alles ein bisschen komisch und merkwürdig, aber okay. Ja, wir müssen fliehen. Mr. Horrorjumper, ich werde auf Fida warten. Fida war immer für mich da. Ich kann sie nicht zurücklassen. Nein, komm mit.
geh voraus. Ich werde dir mit Fieder folgen. Nein, komm mit. Sagst du immer dasselbe? Du bist blöd. Soll ich hier echt zurücklassen? Keine Ahnung. Oh nein. Oder? Tut mir leid, Mr. Horrorjumper. Ich will dich nicht länger aufhalten. Ich muss noch viele Dinge erledigen. Ah, wow. Um Himmels Willen, nein. Wenn Beruga das in Devota erfährt, wird er stinksauer. Roy, fange Melina und erledige sie. So schnell du kannst. Hinter allem steckt Beruga. Jetzt kennen wir seinen Namen. Was sagst du? Verschwinde, oder es gibt Ärger. Wong, das konntest du nicht wissen. Für das Projekt Vorbereitung starben viele Menschen. Unter ihnen meine besten Freunde. Was redest du da? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. König Olaf ist lange tot. Es gibt nur dich und diesen Beruga, den du erwähntest. Nein, nicht so hastig. Ja, und wie es aussieht, wird Mr. Wong jetzt eliminiert von Roy. Er steht doch irgendwo auf unserer Seite. Arbeitet aber verdeckt oder ermittelt verdeckt, wie auch immer. Warte, Mr. Horrorjumper! Sie schufen einen Doppelgänger von Mr. Horrorjumper. Hey, wo ist die Prinzessin? Was willst du? Du hast sie nicht gesehen? Nein, ich nicht. Ich dachte, sie wäre bei dir, Mr. Horrorjumper. Was? Das Schloss? Es geht den Bach runter. Tja, natürlich hat Perry uns geholfen. Du bist wirklich in Ordnung. Nicht tot. Miss Horrorjumper wird nicht so einfach sterben. Wow, Miss Horrorjumper, alles okay? Bist du verletzt? Das Schloss bebte und wir wurden durchs Rohr hinausgespült. Hey Kumpel, alles klar? Gott sei Dank. Man sagt, der Metallpreis in der Stadt sei wieder gesunken. Ich muss Will helfen. Es gibt viel zu tun. Komm doch mit zu ihm. Er hat wirklich abgefahrene Pläne. Ich denke mir mal, da müssen wir als nächstes hin. Entschuldige. Ich beging einen großen Fehler. Mr. Horrorjumper, du hast immer zu mir gehalten. Du bist mein Retter. Ich bin ja schon zufrieden damit, dass du mich nicht hasst. Hey, ich gehe zurück zu Großvater nach Lhasa. Hey, Mr. Horrorjumper, besuch mich mal wieder. Nun bist du auf dich selbst gestellt. Was stieß der Prinzessin und ihrer Begleitung zu? Oh ja, die Metallpreise sinken. Wir sollten nach Seeheim gehen. Der Flugzeugfuzzi müsste eigentlich wieder fröhlich an der Arbeit sein. Ja, das denke ich mir jetzt auch. Das heißt, dort müssen wir jetzt hin. Das war, wenn ich mich nicht täusche, auf der rechten Seite geradeaus jetzt. Also weiter nach rechts. In die Richtung geradeaus halt. Und dort müssten wir jetzt ein Flugzeug erhalten können. Vielleicht auch später. Bin mir da noch nicht sicher. Und hey, da ist ja irgendwas. Sollen wir da mal nachgucken? Können wir tun. Was haben wir denn hier? Oh. Astrika? Der Kelch scheint leer gewesen zu sein. Unheimliche Stille. Schreibt's mir in die Kommis, was hier nochmal zu tun ist. Es würde mich interessieren.
Nun denn, wir gehen jetzt nochmal zu Wuhl und ich glaube, dann können wir den Part auch so langsam beenden. Weil der sich schon relativ in die Länge gezogen hat durch den ganzen Text. Naja, ein Story-Part kennt man ja manchmal nicht anders. So, genau, das müsste hier gewesen sein. Seeheim. Ist das Seeheim? Nein, das ist erstmal Liotto. Ich muss da immer an Giotto denken, keine Ahnung. So, ist das die Stadt gewesen? Liotto. Nee, Moment mal. Liotto war doch... Das war was ganz anderes. Ah, verdammt. Da müssen wir nicht hin. Das war... Lass mich überlegen. Ah, geh weg mit deinen Pilzen. Das will ich nicht nochmal machen. So. Genau, ich meine, es war hier. Kann mich aber auch täuschen. Wobei? Nee. Dann war das doch mit dem Schiff woanders. Ich werde da jetzt nochmal nachgucken. Wird jetzt auch nicht allzu lange dauern, hoffe ich. Weil sind wir ja schnell unterwegs. So. Wir setzen die Segel. Auf geht's. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es hier oben irgendwo war. Da müssten wir auch irgendwo den Anker legen können. Es kann auch sein... Ja, doch, da. Ich meine, das war hier. Ja, doch. Das war die große Stadt. Liberita, ja. Das sagt mir was. Wollen wir mal gucken, was der gute Will oder wie auch immer so zu berichten hat. Wir mussten nach Seeheim, ne? Oh, das liegt ein bisschen mehr nördlich, glaube ich. Da, ja. Hier war es definitiv Seeheim, komm. Ja, Seeheim. Gott sei Dank. Haben wir es ja doch noch gefunden. Auf geht's. Was hast du zu berichten? Hurra, holle ho! Endlich, Mr. Jumper, mein Flugzeug ist fertig. Ich habe neues Metall aufgetan. Mein Traum wurde Wirklichkeit. Mr. Jumper, es gehört dir. Drücke A, um zu starten. Im Flug drücke L, um Tiefflüge und R, um höhere zu fliegen. Mit Y beschleunigst du. Um zu landen, musst du tief fliegen und A drücken. Korrekt, danke. Danke, wir können fliegen. Ah, das macht das Reisen doch schon viel, viel einfacher. Und ihr da draußen, die mir hier gerade freundlicherweise zuschauen, und der hat immer noch eine Meise, aber okay. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ich noch alles erledigen muss, was ich vergessen habe. Es wäre echt nett von euch, dann kann ich das auch nachholen. Also bitte, bitte kommentiert es. Ich werde jetzt erstmal speichern, weil jede Menge passiert ist und das soll natürlich nicht umsonst gewesen sein. Tja, ich kann euch nochmal kurz zeigen, wie es vielleicht ist, mit dem Flugzeug abzuheben. Und wo wir dann entlang gehen, wie auch immer. Ich glaube, A hat er gesagt, gedrückt halten, oder Y, oder R, oder L. Nee. Ach da, ja, stimmt. Ja, da ist ja Lande- und Startplatz, wie auch immer. An solchen Plätzen können wir jetzt loslegen. Das sehen wir aber erst im nächsten Part. Also dann, mach's gut, kommentiert, was das Zeug hält. Daumen hoch, Daumen runter, für gut oder schlecht. Bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Horror Jumper.